Ach nein, nicht wieder Regenbogen. Oh, okay. Aber das ist immer eine Strecke, wo ich die Möglichkeit habe, Keanu runterzuschubsen. Ganz leicht. Ja, du bist auch doof, Rüdiger. Ich hab's ja schon korrigiert. Mhm. Das während du gefahren bist. Ja. Ich bin voll multitaskingfähig. Mir schlummert doch eine Frau. Du hast die Tastatur auf den Boden gestellt und schreibst mit den Füßen? Ja. Ja, das, oder er fährt mit einer Hand. Nennt man das nicht Füßeln oder so? Oh Gott, ja, ich füßel dauernd mit meiner Tastatur. Sie mag das auch. Oho. Hauptsächlich mag sie es zwar ein bisschen grober von mir angefasst zu werden, aber... Oh Gott, ey. Ich meine, ich schaffe immerhin 360 Anschläge in der Minute, also... Die mag das, so oft gedrückt zu werden in der Minute. Sehr gut. Einfach nur sehr gut. Welche Gewichtsklasse hat eigentlich dein Mii, Keanu? Weißt du das gerade? Nein. Schade. Weil wenn es zu schwer ist, dann muss ich aufpassen beim Runterschubsen. Aha, du willst mich also auch schubsen. Oh, ja. Das heißt hier richtig kuschelig hier vorne dann bei uns. Och, Nintendo hat abgewehrt. Und hier für mir das Item, ich geb dir Banane. Oder jetzt so. Hab ich Hunger, danke. Wow! So. Ich habe jetzt übrigens exakt 30 Leute in der Liste, es hätte keiner mehr kommen können. Boah, haben sie dir so viele Codes geschickt? Ja, es kam jetzt... Ich glaube nochmal 6 Stück dazu jetzt die Tage. Und es hat genau gereicht, dass ich jetzt exakt auf 30 gekommen bin. Sehr gut, dass ich gesagt habe, hier, deine Liste ist leer. Ja. War wirklich so. Ich finde das auch schön. Jetzt haben wir wirklich 11 Leute hier drin, das ist wunderbar. Und hätten wir sogar 12 gehabt, wenn Link nicht rausgeflogen wäre. Aber man kann ja nicht immer perfekte 12 treffen. Ja. Also, Güll irgendwie. Diese Banane hättest du jetzt lieber behalten sollen, glaube ich. Ich krieg's andauernd Gülkschan, aber ich glaube kaum, dass eine so doofe Person mit uns mitfährt. Wer weiß. Die ist doch nicht doof. Mit wem war die nochmal verheiratet? War doch mit diesem Bäckersohn, der diese Bäckereikette hat. Kamps, glaube ich. Keine Ahnung. Verheiratet. Ich kenne mich bei Promis nicht aus. Ich auch nicht. Ich kenne mich im Grunde überhaupt nicht aus. Ich gucke ja nicht mal wirklich Fernsehen, von daher bekommt man da gar nicht so mit. Ich kenne mich da eigentlich auch nicht aus, aber das habe ich mal irgendwie mal mitbekommen. Okay. No! War der Blitz etwa schlecht für dich? Nein, nicht wirklich. Ich hab dadurch nur ein Dingens verloren. Einen roten Panzer. Platz habe ich aber nicht eingebüßt. Na gut, alle werden halt getroffen. Ach, Güven, genau so hieß auch nicht Gülkschan. Oh, jetzt kam Blauer an mir vorbei. Vorbei, also das heißt. Warum bist du schon wieder so weit vorne? Gibt's doch gar nicht. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Er hat geübt. Er war jetzt letzten Wochen im Trainingslager. Ja, genau, im Mario Kart Trainingslager bei Brot und Wasser. Ich bin mit Hilfe des Roten übers Ziel geflogen. Das war mein Roter, ich weiß es ja nicht. Ach, du warst direkt hinter mir? Ja, und dann hat mich aber noch einer abgeballert, deswegen bin ich jetzt nur Sechster geworden. Und ich bin direkt dahinter, hab irgendwie noch auf dem Zielgeraden jemanden überholen können. Aber keine Ahnung, mit dieser Strecke werde ich... Also, mich holt man, glaube ich, nicht mehr so wirklich ein, wenn ich so weitermache. Ja, mit dem letzten Rennen wäre das... Also, Links kann doch ausgleichen, zumindest, wenn du jetzt 0 Punkte holst. Kann man nicht auf 0 Punkte holen? Ich meine, kriegt er letzte... Also, wir sind 11 Leute. Wenn er 11. wird, bekommt er dann trotzdem noch einen Punkt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Der 11. Nee, der Vorletzte bekommt noch einen, der Letzte keinen mehr. Richtig, und weil wir nur 11 sind, hat er seinen Sieg sicher. Naja, aber dafür sorgen, dass er jetzt nicht irgendwie guten Platz abstaubt, können wir ja immer noch. Ja, genau. Wir werden jetzt einfach mal die Runde nur nutzen, um ihn zu sabotieren irgendwie. Ja, ich würde auch sagen, also einfach direkt hinter ihm herfahren und alle Items auf ihn schmeißen. Und wenn wir ihn aus Versehen überholen, einfach eben bremsen und warten, bis er vorbeifährt.
ihm so auf der Ziellinie entgegenfahren, wie ich es mal bei Matze gemacht habe, bei Halbwerk United. Da haben wir schon mal ein schönes Programm fürs nächste Rennen. Rüdiger, ich dachte, wir wären Kollegen. Wir sind doch auch Kollegen. Wir sind beide geldgeil. Stimmt, du bist ja jetzt auch geldgeil. Das wissen die Leute ja noch gar nicht. Nö, zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, habe ich die Ankündigung noch nicht hochgeladen, dass ich jetzt bei TGN gepartnert bin. Stolz, ey. Mhm. TGN hat sich den dicksten Fisch jetzt aus dem Wasser gezogen. Finde ich richtig gut. Vor allem, Jan, du hast nicht verstanden, das geht andersrum. Vor allem, wie ich dazugekommen bin. Ah, knapp vorbei. Ja, dann hab ich auch ein bisschen vom profiliert. Mhm. Profitiert, nicht profiliert. Der hat sich darüber profiliert. Ach, das war das falsch. Irgendwie fällt in meine Grünen rein, nur um Klamm zu schützen. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich hab so meine Bodyguards hier. Das merke ich schon. Die wissen... Shit! Ich Idiot! Ich hab das Ding versehentlich abgeschossen. Weggeworfen. Ah, Mist, ich treffe dich noch. Aha, du bist also... Na, und viel. Danke, fürs Abnehmen. Aber du bist auch losgeworden. Ach, nee, bist du nicht. Nö, ich hab Flauschi, glaube ich, mitgenommen mit meiner Bombe. So, aber ich habe erfolgreich den Wolkenblitz an die richtige Person abgegeben. Also mir ist es egal, dass ich so weit hinten bin. Hauptsache, du bist auch so weit hinten. Auf Wiedersehen. So viel dazu. Moment mal, da springt gerade jemand. Anscheinend ist die Verbindung mal wieder so schön. Was? Habe ich dich getroffen? Nein. Gut, bei mir habe ich dich nämlich zweimal getroffen. Nein, ich bin froh. Ey! Und fahr hier. Was ist los, Rüdiger? Erzähl, was ist. Was hat mich einer abgedrängt? Und dadurch habe ich jetzt kein Item bekommen. Bin jetzt letzter. Vorletzter. Ey! Jetzt hast du mich abgedrängt und ich habe kein Item bekommen, Gerardo. Ich habe dich nicht mal gesehen auf meinem Bildschirm. Und du hast Verbindung abgedrängt. Anscheinend gerade ein bisschen so zu sein, weil. Ja. Bei mir springen auch einige hin und her teilweise. Wieso bekomme ich auf dem letzten Platz 3 Pilze? Super, damit kann ich aber überhaupt nichts anfangen. Ey, hier kann man sogar noch damit anfangen. Auf dieser Strecke geht das sogar noch. Ja, das stimmt eigentlich. Wieso werde ich jetzt wieder von allem getroffen auf den Ziel geraten? Na gut, keine Ahnung. Das ist mein Glück. Boah, doch noch Fünfter geworden. Mann, war das aber eng. Und ich werde noch erfolgreich 9. glaube ich. Erfolgreich und 9. in einem Satz, das ist auch eine Kunst. Mhm. Ein 10. sogar noch, das war mal wieder so Verbindungssache. Ey, so unfassbar, 50 Punkte, du bist ja. Wahnsinn. Das darf nicht noch einmal passieren. Nein, das darf wirklich nicht nochmal passieren, das müssen wir verhindern. Das ist so fertig gemacht. Wow, ich bin rausgeflogen aus dem Chat, weil ich inaktiv war anscheinend. Ja, dann nochmal rein und dann... Kann ich da auch einfach aktualisieren? Ich will mein Video nicht nochmal aufrufen. Ja, kann ich. Gut. Ich schreibe jetzt irgendwie mindestens alle 2 Rennen einmal etwas, damit ich nicht rausfliege. Ich vergesse es auch immer. Ich lege einfach irgendwelche Parolen von wegen Keanu muss gestoppt werden oder auch alle gegen Keanu, los geht's. Sollen wir nochmal Compris machen, oder? Ecken-Echo haue mal OP auf Rüdiger. Okay. Den ohne Unterstrich. Ohne Unterstrich, der ist noch nicht da bei mir. Bei mir schon. Normaler Compri? Bei mir ist wir ohne Unterstrich nicht da. Bei mir ist er nur mit Unterstrich da. Ich bin eigentlich drin. Ja, dann warten wir nochmal kurz. Also, kommt da noch bei mir, der mit Unterstrich schreibt doch was im Chat. Aber ich glaube, das ist... Nein, das ist der Faker. Faker. Na gut, dann versuche ich das mal in der Hoffnung, dass du mir Dingens nicht abschmiert. OP, so. Ah, jetzt hat er was geschrieben. Jetzt ist er bei mir auch in der Leiste, jetzt wo er OP ist. Merkwürdig. Ja, wieso nicht join, hä? Wir haben noch einen Platz frei. Haben wir noch einen Platz frei? Ja, wir haben noch einen Platz frei. Deshalb sag ich doch gerade, dann warten wir noch kurz. Rüdiger.
So. Tu das, join ihm. Er will es. So. Der kriegt jetzt erstmal einen Fischsport, der Kerl. Ich fahre mit Reveal. Sehr schön, Dominik. So. Ich fahre auch mit Reveal. Aber ich glaube, es werden immer weniger Reveal-Fahrer da draußen. Ja, bald sowieso, wenn Mario Kart 8 rauskommt. Und ich freue mich schon auf Mario Kart 8. Mhm. Ja, ich auch. Ich hab jetzt ja tatsächlich auch eine Wii U, obwohl ich es ursprünglich nicht gedacht hätte, dass ich meine hole. Aufgrund eines super Sonderangebots, da kann ich nicht widerstehen. Was war's denn für eins? Das super schöne Bundle mit Wind Waker. Ach so, okay. Und naja, das Ganze günstiger als eine Wii U ohne Spiel ist schon ein tolles Angebot. Mhm. Und von daher freue ich mich halt auf solche Sachen wie Mario Kart 8 total. Es sieht wahnsinnig gut aus bisher von den Feldern. So, da kommt irgendwie keiner mehr rein. Dann gehen wir jetzt. Ja, wir müssen nur gucken, dass wir mit dem auch noch Teams machen mit der Runde. Rüdiger kickt den mal. Ja. Also ich weiß nicht, wer das ist. Bis hierhin war es doch lustig. Drück auf Bann. Okay. Hättest du auf Bann geklickt, dann wäre nicht mehr reingekommen. Nee, er wurde erstmal gewibbelt. Was bedeutet Wibble im Klammern? Ich hab ihn einfach mal gewibbelt. Finde ich gut. Und diesmal wähl das richtige Automobil. Ja, diesmal habe ich das Rapido-Bike, wobei ich trotzdem mit meinem 7. Platz recht zufrieden war. Also ich habe doch recht viele Punkte geholt. Es haben halt viele Leute mehr Punkte geholt, aber ich habe mehr Punkte geholt, als ich dachte, dass ich holen würde. Und ich werde mal wieder zurück zu einem schweren Fahrer wechseln. Ich bin seit Ewigkeiten eher nur mit mittleren gefahren, aber jetzt mal wieder schwer. Mal schauen, wie es aussieht. So, aber gleich müssen wir noch Teamsachen machen. Ich hoffe, ich muss nicht wieder mit dir in ein Team, dann kann ich dich nicht abschießen. Das ist immer die größte Qual. Man hat Keanu vor sich und kann ihm nichts anhaben. Ja. Ach ja. Aber wir werden... ich denke, wir werden dann zum Beginn von Mario Kart 8 auch direkt wechseln, das Spiel. Wenn das dann released wird. Oder? Ja, wenn die Moneten bis dahin stimmen, wenn ich mir es kaufen kann und alles. Also ich muss mir erst mal eine Wii U holen. Das ist ja auch... habe ich ja noch nicht. Ja, vielleicht hast du Glück und es gibt ein Bundle. Ja. Und dann gibt's vielleicht auch noch ein super schönes Sonderangebot, weil dein Elektronikhersteller des Vertrauens irgendwie Jubiläum feiert. Und schon hast du plötzlich wirklich Hersteller. Vielleicht bekomme ich auch Weehawk LP Rabatt, aber ich glaub's weniger. So. Ach, schade, knapp vorbei. Ich hab leider keine Partnerschaft mit Nintendo. Das, So. Was? Immer diese roten. Aha. Überlege mir gerade, ob ich hier diesen super tollen Upgrade zu versuche. Ich habe einen Pilz dafür. Man kann es auch ohne Pilz machen, aber naja. Nein, stattdessen fahre ich einfach direkt in die Lava hinein, weil ich blöd gesprungen bin. Sehr gut. Das war die Lava deines Vertrauens. Ja, richtig. Also, ich habe vollstes Vertrauen darin, dass diese Lava mich über den Winter hin warm hält. Ja, das hoffe ich doch. No! Und Lava ist so schön, weil man spart Energiekosten. Alter, Rüdiger, warst du das mit dem Stern unter mir? Ja. Du wolltest mich unbedingt wegkicken, wa? Ja. Das wollen wir doch alle. Du hast mich trotzdem überholt. Ich bin dank dem roten Panzer, der vor mir explodiert ist, über dich drüber geflogen. Ah, okay. Na super, und jetzt hab ich ein Bullet Bill weggehauen. Der sehr gut, der wahrscheinlich auch mich getroffen hat. Denn, naja, so viele rennen hier nicht rum. Oder fliegen hier rum, man muss ja präzise sein. Bullet Bills rennen nicht. Ich hab noch nie einen Bullet Bill mit Füßen gesehen. Keine Ahnung. Er hat wahrscheinlich so eine Mischung aus Wiggler und Bullet Bill, damit er auch mehrere Füße hat. Mit zwei Füßen sieht das, glaube ich, auch merkwürdiger aus als mit sechs oder ähnliches. Keanu, kannst du bestimmt Bescheid sagen, wenn du gerade über einem Abgrund bist? Bin voll über einem Abgrund! Geht's aber los hier. Gelogen! Ich komme gerade ein Item nach dem anderen. Ich weiß, aber ich kann auch nicht ewig warten. Als ob ich dir sagen würde, ob ich über einem Abgrund bin. Ich meine, wenn jemand fragt, dann ist es offensichtlich, dass man es nicht sagen sollte. Ja, und deshalb habe ich auch sowas gesagt, weil ich wusste, dass du hier Scheiße hast. Ja, was ist denn hier los? Die letzten Plätze gehen ja gerade richtig ab. Kommen ja ein Item nach dem anderen. Ich komme gar nicht dazu, mich zu erholen gerade. Tja, Mario Kart halt. Immer. Je weiter man hinten ist, desto schlimmer ist es eigentlich. Oder man ist erster. Immer bekommt ein Bullet Bill. So.
Kart. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es eigentlich in Mario Kart 8 sein wird. Ich hoffe, die Wolke ist dann raus. Boah, toll. Was ja eine Hoffnung von mir ist, die wahrscheinlich nie erfüllt sein wird, aber immer noch Hoffnung von mir ist, dass man wieder wie in Mario Kart Double Dash Spezial-Items hat. Dass die Fahrerwahl quasi auch Items beeinflusst in dem Sinne. Wer weiß. Ich mochte das total. Aber naja, kam nie wieder. So, treffe ich? Nein, da war ein roter Panzer im Weg, leider. Aber wer weiß, vielleicht treffe ich das hier mal. Och, Mann. Ach, du bist hinter mir. Ja. Wow, Dominik, du! Auf der Zielgeraden in die Lava gehauen. Boah. Gott, jetzt bin ich wirklich Letzter. Okay, ich habe mich ausnahmsweise mal wieder ein bisschen nach vorne beschördert. Mhm. Ja, ich bin Letzter geworden. Naja, Mittelfeld eher als vorne, aber... Es ist schon mal ein Anfang. Auf jeden Fall macht es mir Sorgen, dass Keanu schon wieder Zweiter ist. Mhm. Also heute geht er ab. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise bin ich nicht so gut. Ich habe einfach nur Glück. Ich habe auch so eine böse Combo jetzt abbekommen, da war überhaupt nichts mehr zu machen. Das haben wir auch. Ich bin sogar mit einem Bullet Bill nicht einen Platz weitergekommen irgendwie. Ich hatte zwei Bullet Bills das Rennen, beide haben mich gegen eine Wand ausgesetzt. Das typische Bullet Bill Phänomen. Das sah aber auch teilweise sehr interessant auf der Karte aus. Alle in einer riesengroßen Blase. Ich guck ehrlich gesagt nie auf die Karte, warum auch immer. Ich mach das ab und zu mal. Ich meine, sie ist eigentlich direkt auf dem Bildschirm und mein Bildschirm ist ja wahnsinnig klein, auf dem ich gerade spiele. An mir auch. Fast. Also meiner hat etwa Game Boy Advance Größe.